So, liebe Freunde des schlechten Geschmacks, heute mal aus einer völlig anderen Perspektive. Was seht ihr hier? Ihr werdet euch wundern, ihr seht hier ein Gästesofa, bezogen mit einer gar fürchterlich hässlichen Tagesdecke. Die Tagesdecke hat aber ihren Sinn, denn das, was wir euch gleich vorführen wollen hier, ist ungefähr in derselben Farbe wie der Originalbezug dieser Couch und von daher würde das dann einfach nicht wirken. Und mich sieht man jetzt auch nicht, denn ich bin noch hässlicher als die Tagesdecke. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben ja auch ein klein wenig Werbung gemacht. Wir sind auch etwas stolz. Wir haben Zuwachs bekommen. Die Gruppe Koboldix hat Zuwachs bekommen, nämlich der Gerät. Was der Gerät ist, werden wir euch gleich vorführen, für die, die es noch nicht wissen. Aber auf besonderen Wunsch so einiger werden wir jetzt für unsere Freunde in YouTube, auf Facebook und vor allem für die ganzen Spielmannskollegen auf www.marktsack.de hier mal ein kleines Video machen und unser Gerät vorstellen. Maxen, bring der Gerät. Und schon kommt er. Mal gucken, passt er durch die Tür. Gerade eben. Aber gerade eben, aber hier mit Schleifen. Also, wie ihr seht, hier ist unser neuer Zuwachs. Ein Tief-A-Sack, hergestellt von unserem Haus- und Hof. Sackpfeifenbauer Dominik Pavlat, der sei hiermit aufs Herzlichste gegrüßt. Und unser Maxen, dem der Gerät gehört, wird das mal etwas besser vorstellen jetzt. Ja, oh, hier sieht man auch mal das Gerät in seiner ganzen Pracht. Ja, erzähl was. Ja, ich habe mir vor geraumer Zeit bestellt den Tief-A-Sack, gebaut von Dominik Pavlat. Dankeschön. www.dudelsackzentrum.de. Jetzt war er gestern endlich fertig und ich konnte ihn abholen. Und ja, wunderschön gebaut, Spielpfeife. Gut, Mensur ist relativ lang, aber auch trotzdem leicht zu greifen. Weiß nicht, kannst du da Wir näher zeigen ranzoomen? mal hier ein bisschen die Löcher. Also der Abstand ist gar nicht mal so groß. Dann der tiefste Ton hier mit der schönen Klappe. Schön, also echt Silber. Ganz elegant. Schöne Holzmaserung. Das Ganze in Rot gebalzt und geflammt. Mahagoni. Mahagonifarben, genau. Die Spielpfeife lässt sich quasi komplett rausnehmen als, ja, ich nenne es mal Wechselstock-Windkapselsystem. Lässt sich dadurch halt mundtechnisch spielen. Ohne dass dem Rohrblatt halt beim Ein- und Ausbau was passieren kann. Rüssel hier. Ja, Blowpipe ganz normal ist hier auch, wie ich es halt wollte, ein Ventil drin, was im Schottensack, ein Muss was und halt nicht diese Drachenendkappen, wie sie halt oftmals gefunden ist, sondern halt nur mit dem, ja, ich denke mal, Alurohr ausgekleidet. Mundstück ganz normal Plastik. Ja, Bordun, stolze 1,50 Meter lang. So, dann hören wir uns gleich noch an, wie sich der Gerät an. Ja, warum eigentlich der Gerät? Also, das müssen wir erklären. Der Maxen kam gestern ganz stolz vom Dom mit seinem neuen Tief-A-Sack bei uns die Haustür rein. Er machte die Haustür auf, brachte das Teil um die Ecke und ich sage nur: Mein Gott, was für ein Gerät! Und seitdem heißt unser neuer Zugang der Gerät. So, und so klingt der Gerät.